Dattelwürfel. Zutaten für 36 Stück. 200 Gramm Alesto Saftdatteln. 50 Gramm Alesto kalifornische Trockenpflaumen. 2 EL James Cook Rum 54%. Circa 250 Gramm Alesto kalifornische Walnusskerne. 4 Gut Frühlingshof Eier. 100 Gramm Zucker. Eine Prise Kantesel-Jodsalz. 1 PCK. Bitbake-Vanillenzucker. Zubereitung. Datteln und Pflaumen klein schneiden und mit Rum marinieren. 150 Gramm Walunbekanntes Zeichen Nüsse grob hacken. Eier trennen. Eigelb mit Zucker, Salz und Vanillenunbekanntes Zeichen Zucker dick cremig schlagen. Eiweiß steif schlagen. Mehl, Stärke und Lebkuchengewürz mischen. Mit der Hälfte des Eischnees kurz unter die Eigelbcreme rühren. Walnüsse und Trockenfrüchte mit der Flüssigkeit mit übrigem Eischnee darunter ziehen. In eine am Boden mit Backpapier ausgelegte eckige springunbekanntes Zeichenform, 24 x 24 cm, streichen und im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Celsius ca. 20 Minuten backen. Abkühlen lassen, aus der Form stürzen und in Würfel, ca. 4 x 4 x 4 cm, schneiden. Couverture hacken, im heißen Wasser unbekanntes Zeichen Bart schmelzen, Würfel damit überzieh unbekanntes Zeichen hin und mit übrigen Walnusshälften garnieren, trocknen lassen. Tipp: Biskuit einen Tag im Voraus backen und nach dem Auskühlen im Ganzen in Folie gewickelt stehen unbekanntes Zeichen lassen, dann lässt er sich leichter in Würfel schneiden. Aprikosenpralines. Zutaten für 60 Stück. 180 Gramm weiße Couverture. 60 Gramm Milbonacher Schlagsahne. 1 PCK. Bitbake Vanillenzuck. 30 Gramm Biotrend Butter. 400 Gramm Alesto Saft Aprikosen. 30 Gramm Zartbitter Couverture. Außerdem, Aromata Gefrierl. Zubereitung. 150 Gramm weiße Couverture Feinsahne aufkochen, gehackte Türe, Vanillenzucker und Butt unterrühren schmelzen. Min, kühlstellen. Trüffelmasse cremig aufschlie einen Gefrierbeutel geben, Ei abschneiden. Aprikosenjuhe einritzen, etwas auseinander und Trüffelmasse hineinspritzstellen. Weiße und dunkle Couverture hacken und nacheinander in heißen Wasserbad schmelzen in einen Gefrierbeutel gebt winzige Ecke abschneiden Aprikosen mit feinen Streifereien. Trocknen lassen. Kühl. Kies. Zutaten für 35-40 Stück. 150 Gramm Alesto Erdnusskerne. 125 Gramm JD Groß Edelbitterschokolade 60%. 125 Gramm Nordwaldtaler Haferflocken. 50 Gramm Biotrend Weizenmehl. 1 TL Bellbacke Backpulver. 175 Gramm Biotrend Butter. Eine Prise Kantesel Jodsalz. 200 Gramm Feierklobe brauner Zucker. 1 PCK. Bellbacke Vanillenzucker. Ein Gut Frühlingshof Ei. Außerdem, Aromata Backpapier. Zubereitung. Erdnüsse und Schokolade grob haken, mit Haferflocken, Mehl und Backpulver unbekanntes Zeichen vermischen. Butter, Salz, brauner und Vanillenzucker cremig rühren. Ehe unterschlagen. Mehlgemisch kurz unbekanntes Zeichen terkneten. Etwa walnussgroße Teig unbekanntes Zeichen Portionen mit reichlich Abstand auch mit Backpapier belegte Bleche setzen und im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Celsius ca. 12 Minuten knusprig backen auf dem Blech abkühlen lassen. Knusprige Marzipanstücke. Zutaten für 24 Stück. 100 Gramm Marzipanrohmasse. 150 Gramm Biotrend Butter. 80 Gramm Zucker. Eine Prise Kantesel Jodsalz. 200 Gramm Biotrend Weizenmehl.
1 TL Backpulver. Circa 90 Gramm Sirius blankierte ganze Mandeln. Ein gut Frühlingshof Eigelb. Mehl zum Ausrollen. Außerdem, Aromata Backpapier. Zubereitung. Marzipan würfeln. Mit Butter, Zucker, Salz, Mehl und Backpulver glatt fair unbekanntes Zeichen kneten. Etwa 2 Stunden kühl stellen. Man unbekanntes Zeichen Dellen jeweils längs halbieren. Teig auf wenig Mehl ca. 1 cm dick ausrollen und Sterne ausstechen. Auf Back unbekanntes Zeichen Papier setzen und 10-15 Minuten kühl stellen. Mit dem Papier auf Bleche ziehen. Eigelb verquirlen, Sterne bestreichen und mit Mandeln belegen. Im Backofen bei 175 Grad Celsius ca. 20 Minuten knusprig backen. Auskühlen lassen.